Und jetzt sind wir in der Situation, wo wir am Anfang schon waren. Astrid. Der Schmerz. Astrid. Okay. Must have gone right through the windshield. Trees broke my fall. Oh, mostly. Der Absturz. Okay. Buch, Zeitung, Stock, Holz. Wir scheinen uns echt beeilen zu müssen. Hier ist eine Kiste. Was ist das hier? Ein Karton. Den könnten wir zerschneiden, aber ich glaube, jetzt haben wir da keine Zeit. Das müssen wir auch klein machen. Alles, was wir klein machen können, lassen wir erstmal nochmal hier. Das ist, glaube ich, gerade besser. Weil dann zerfrieren wir nachher. Mal Stoff. Mach ein Feuer. Hier mal ein Bett. Okay, wir machen jetzt ein Feuer. Ah, okay. Haben wir alles hier? Wir haben 10 Streichhölzer. 55% Chance, dass das Feuer angeht. Bitte geh an. Na los, du schaffst es. Das wäre echt mies, wenn es nicht klappen würde. I don't feel so good. Oh. I need to rest up. In der Höhle schlafen. Das so gut ist. Was haben wir jetzt überhaupt dabei? Der erste Hilfe. Ein Verband, okay. Das Tagebuch. Lichtquelle. Sonst erstmal gerade gar nichts. Dann bleibt uns ja echt nur aktuell zu schlafen. Verbinde erst die Wunde und wärme die Höhle auf. Würde ich sagen, packen wir da noch was rein, ne? Irgendwie so ein Buch. Ah, Zedernholz, rein da. Och, ja, jetzt kriegen wir Temperatur hier rein. So muss das sein. So, wie verbinden wir uns denn? Stoppe den Blutverlust mit Erste Hilfe. Das hatten wir hier eben gerade. Erste Hilfe, Verband. Linke Hand. Verwenden. So. Versuch aus der Schlucht zu klettern. Ist das neue Ziel. Aber wir sollten erstmal schlafen, hieß es, ne? Werden wir auch tun. Geheilt. Knöchel geheilt. Die Hand geheilt. Das ist gut. Das ist gut. Astrid hasn't come looking for me. Which means she can't come looking for me. Es ist schon wieder kalt. Because she's hurt. Or worse. Jetzt sollten wir uns erstmal wieder aufwärmen. Das sieht nicht gut aus, weil wir jetzt gerade echt unterkühlt sind. Und wenn wir unterkühlt sind, werden wir auch langsam und elendig verrecken. Come on, come on. Ja, los. Jawohl. It worked. Funktioniert. Wir haben jetzt auch nur noch Stöcker, die wir hinzufügen können. Jetzt haben wir nichts mehr. Warten wir kurz, dass wir ein bisschen auf Temperatur... Ne, hilft nichts. Wir müssen Holz suchen. Wir brauchen gerade ganz dringend Holz. Das ist ein Karton. Oder auch eine Kiste. Genau, Kiste auseinandernehmen. Oh, 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 oh. Ganz schlecht, ganz schlecht. Hoffentlich ist das... Ja, das Feuer ist noch an. Schnell, schnell, schnell. 36 Minuten haben wir noch.
6 Grad ist nicht viel, ne? Brennholz hinzufügen. Den Stock auch nochmal. Aber wir brauchen Wasser. Wo kriegen wir denn jetzt Wasser her? Kochplatz. Auswählen. Oh. Keine Gegenstände. Und da können wir jetzt Wasser. Schnee schmelzen. Achso, wir müssen erstmal ein bisschen was nehmen. Dann machen wir das doch mal. 19 Minuten bis zum Schmelzpunkt. Und dann bis zum Garpunkt. Oh, oh, oh. Und jetzt können wir es nehmen. Konnten wir das jetzt auch trinken? Oh, achso, es gibt 2 Kochplatten. So, warte mal, wir hatten noch jetzt hier trinken. Wasser. So, das ist doch schon mal besser. Jetzt können wir noch mal ein bisschen rausgehen, noch ein paar Sachen hier aufsammeln. In der Hoffnung, dass es uns hilft. Was haben wir hier? Birkenrinde, ein Stock, noch mehr Birkenrinde, noch ein Stock. Ist nichts. Da wieder so ein großer Zweig. Karton, Altholz. Was haben wir hier? Zeitung, Stoff. Und eine Metallkiste. Bitte lass was Sinnvolles drin sein. Streichhölzer, Zeitung. Orangenlimo. Na, immerhin. Das ist noch eine Kiste, die wir wieder auseinandernehmen können. Ach, eine machen wir noch. Und dann sollten wir nochmal. Oh! Brandbeschleuniger. Top. Ein bisschen Stoff. Nochmal ein Zweig. Aber viel mehr ist nicht. Wir können jetzt gleich nochmal die anderen Kisten auseinandernehmen. Wird uns wahrscheinlich helfen. Hier ist ein Karton. Den zerreißen wir mal. Vielleicht ist da noch was drin. Schade. Mal ans Feuer gehen. Wieder ein bisschen aufwärmen. Brennholz hinzufügen. So. Dann können wir noch mal ein bisschen Wasser. Wasser, so. Wieder garen. Währenddessen können wir noch mal rausgehen. Und diese Kiste hier mitnehmen. Die andere da auch noch mal. Vielleicht ist da was drin. Haben wir ja eben gerade gesehen. Oh, Bücher. Nicht schlecht. Hilft uns, hält uns warm. Was haben wir in der Kiste? Müssen wir mal gucken, ob wir jetzt mal was fressen. Was fressen, genau, was essen können. Holzbriketts. Sonst scheint hier auch nichts zu sein, ne? Ein Stock. Oh, shit. Okay. Da gehen wir jetzt wohl mal nicht hin. Hier ist nichts. Gar nichts. Oh, hier war doch noch mal irgendwo eine Kiste. Da. Oder ein Karton. Vielleicht ist da was drin. Scheint nichts drin zu sein. Mist. Mittlerweile, da sollte aber auch das Wasser wieder gegart sein. Jawohl. Wasser ist voll. Mal ein bisschen aufwärmen hier. Fackel nehmen bringt uns auch nicht wirklich viel. Hier könnten wir nochmal Brennholz hinzufügen. Aber das lohnt sich nicht. Wir müssten los. Nur wo müssen wir hin? Was ist unsere Aufgabe? Kletter aus der Schlucht. Versuche aus der Schlucht zu klettern. Okay. Werden wir jetzt wohl erstmal einen Punkt finden. Das sind Orte, die wir wissen zu Gegenständen. Okay. Sammelgegenstände. Okay. Hier können wir Sachen verfassen. Okay. Weiß zwar noch nicht, was uns das bringt. Was haben wir denn hier? Da ist nichts. Bisschen Kleidung, was wir jetzt gerade tragen. Das ist wahrscheinlich der Zustand.
sonst scheinen wir hier nicht wirklich viel zu haben. Das sahen wir gerade an. Vielleicht finden wir später noch was Wärmeres. Aber uns geht's sonst gerade gut. Na, immerhin. Gehen wir doch einfach mal los. Versuchen aus der Höhle zu entkommen. Wir werden wohl hier oben lang gehen. Ohne runterzufallen. Das wäre, glaube ich, nicht so ganz gut. Aber vielleicht liegt hier nochmal irgendwas. Sieht aber nicht so aus. I could probably climb that. Alter, erschreck mich doch nicht. Mann. Musste das sein? Ein paar Stöcker nochmal mitnehmen. Hier ist noch ein Stock. Wir haben keine Zeit, die ganzen Sachen hier klein zu machen. Zweig. Einmal klettern. Unsere Hand sieht immer noch nicht so ganz gut aus. Und diese Beeren. Könnte man bestimmt... Ja. Pflücke Hagebutten und bereite daraus einen schmerzstillenden Tee zu. Okay. Ich dachte, das wäre jetzt irgendwas gewesen, womit wir eventuell hätten was essen können. Jetzt wird es wieder kalt, ne? Mal Hagebutte, nehmen wir noch ein bisschen was mit. Schaden kann es aktuell nicht. Kann man das Zeug nicht auch vielleicht essen? Ich glaube aber eher weniger. Und ein schmerzlindernder Tee ist, glaube ich, nicht schlecht. Ja, wir müssen Essen finden. Das ist eventuell ein Problem. Vielleicht müssen wir irgendwas erlegen. Oder wir finden noch irgendwelche Vorräte von uns. Wir hatten ja extra... Nein, ich wollte... Nein. Eigentlich wollte ich nicht runterklettern. Vielleicht finden wir aber die Kiste, die wir eigentlich mal eingesammelt hatten, wo ein bisschen Essen drin ist. Vielleicht war jetzt nicht diese Kiste, die wir gerade gefunden haben, mit dieser einen Dose, oder? I think I'm gonna make it. So. Ich gehe doch einfach mal lang, aber hier ist überall nichts. Hier sind nur diese Sträuche, die lassen wir jetzt auch einfach mal. So viel schmerzlindernden Tee werden wir bestimmt nicht brauchen, oder? Vielleicht ist es aber auch ein Fehler, man weiß es nicht, aber es ist alles verschwendete Zeit, es wird wahrscheinlich schon wieder dunkel. Made it. Müssen wir bestimmt bald wieder ein Feuer machen. Scheint aber nichts zu sein. Wir können aber auch laufen. Das ist doch schon mal nicht schlecht. Hm. Ein Stück von unserem Flugzeug. Oder? Ah! My plane. Errungenschaft, die Reise beginnt. Poor girl. This isn't how things were supposed to end. Okay. Suche nach Astrid, ja. Unser Parker. Und hier sind die Kisten. Oder der Rucksack und die Kiste. Oh, was zu essen. Was ist da drinne? Öffnet er das jetzt? Oh nein, ein Code. Locked. Whatever's in this case, Astrid was ready to die for it. Mm-hmm. I hope she hasn't already died for it. Schlafsack. Halte nach Hinweisen Ausschau. Wir werden uns jetzt aber auch gleich erstmal umziehen. Wasserreinigungstabletten. Eine gierige. Oh, lecker. Wasser für den Notfall. Noch mehr Riegel. Ein Stock. Mal Holz. Davon können wir, glaube ich, nicht genug haben. Müssen uns aber auch darauf einstellen, dass wir eventuell Sachen wegschmeißen müssen, da wir dann zu voll sind. Oh, jetzt wird es langsam, glaube ich, echt dunkel. Aber eine Weste und Socken. Das hilft uns sehr. Aber dann schauen wir doch mal. Kleidung. Was zieht besser? Das ist halt die Weste. Die bringt uns nicht so wirklich viel. Aber das könnte man vielleicht anziehen, ne? Da
Bessere Mütze haben wir nicht. Die scheinen wohl mehr zu bringen, die wir jetzt gefunden haben. Und jetzt haben wir zwei Paar Socken angezogen, okay. Sonst ist hier nichts. Andere Schuhe haben wir auch nicht, aber Handschuhe hatten wir, genau. Alles besser als nichts. Jetzt sollten wir mal so einen Riegel essen. Vielleicht der als erstes kaputt geht, das ist der hier. Direkt noch einen zweiten. So. Jetzt wird es doch langsam. Was haben wir hier? Noch was? Okay. Gut. Jetzt sollten wir schauen, dass wir irgendwie einen Platz finden. Oder Hinweise. Ah, springen können wir ja nicht. Scheint aber sonst nichts zu sein. Was haben wir hier noch? Magnesiumfackel. Okay. Aber wo müssen wir jetzt hingehen? Hier runter vielleicht? Nein. Eindeutig nein. Von dort kommen wir. Wir haben Hinweise, aber wieso können wir eigentlich diesen Rucksack nicht mitnehmen? Wo muss man jetzt hin? Hier lang? Vielleicht? Auch nicht, aber wo kommen wir? Von da unten, okay. Wir werden echt irgendwie... Oh, logisch. Einmal hier hoch. Mal die Kiste auseinandernehmen. Nichts. Schade. Sprinten kann dir helfen, schlechtem Wetter oder gefährlichen Raubtieren zu entkommen. Okay. Halte nach Hinweisen Ausschau ist immer noch die Aufgabe. Ich sage nicht, dass wir gleich einen Wolf begegnen, weil er das gesagt hatte. Nee. Das machen wir jetzt nicht. Aber vielleicht sollten wir uns langsam mal wieder eine Höhle oder sowas suchen. Um der Kälte zu entkommen. Binde und leg kleine Steine an, um sie auf Kaninchen zu werfen. Okay. Kleine Steine ist sowas hier. Ah, hier gehen Kaninchen lang. Aber es wird dunkel. Da ist eins. War nicht so gut. Oh. Okay, wir müssen ein bisschen höher zielen. Oh, komm schon. Was soll das denn? Oh. Someone's been here recently. Could it have been Astrid? Was ist denn das? Noch so ein Stück. War doch eben gerade noch eins. Erwischt. Bam. Oh, armes Ge. Oh. Oh, ist das mies. Das war jetzt echt. Das war jetzt echt mies. Das war richtig mies.